Willkommen zurück zu Dismantle Doomsday. Wir wollen in die geschlossene Chemiefabrik eindringen und lesen erstmal hier den Frachtbrief 1 von 2. 20 Stück Raketentürme, 10 Stück Geschütztürme und 158 Betonwandteile. Mhm. Was auch immer die hier alles gemacht haben. Ich habe hier, wie ihr seht, mal so weit alles eingesammelt. Hier ist noch ein bisschen Klimbim. Aber jetzt nichts Weltbewegendes mehr. Und ich würde gerne aber erstmal hier schauen. Denn ich habe hier gesehen, dass es hier noch eine Hütte gibt. Anhand der toten Rehe. So. Hinterrücks können wir. Wir tun mal gerade ein bisschen was für den Durchblick. So, da gibt es auch nochmal Pilze. Das können wir alles nicht mehr tragen. So, was haben wir hier noch? Auch noch mehr Pilze. Na gut. So, das war jetzt aber tatsächlich hier nur noch Gedöns. Und es ist schon wieder dunkel. Das heißt, ich würde schnell zum Lager zurück. Hier sind noch Geschütze. Da müssen wir gleich nochmal hin. Hier muss man auch aufpassen wegen den blöden Löchern. So, ich würde sagen, wir pennen eine Runde. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen mehr Drive, wenn wir geschlafen haben. Ich würde sagen, 10 Stunden ist immer eine gute Sache, oder? 10 Stunden, finde ich, ist so guter Durchschnitt. 8 oder mal 7 geht auch. Da kann ich nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Aber 10 ist immer eine... Ach, guck mal, Schläfer. 10 ist immer eine gute Sache. Na, wir flitzen hier mal eben kurz zurück. Wo war es denn hier? Das nehmen wir mal alles mit. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir die Geschütze da loswerden. Ach, guck dir das mal an, die kleinen Scheiße. Das Dumme daran ist das Dumme darin, ne? Hahaha. Nein! Haben wir uns gegenseitig... Ach, damit. Haben wir uns gegenseitig gekillt. Läuft, läuft bei uns. Ah, wir müssen in die Richtung hier. So war das ja eigentlich nicht geplant. Aber gut, da es ums Eck ist und dann gibt es hier nicht mal was. Ja. Ach doch, ein Angelplatz. Habe ich das richtig gesehen? Nee, das sind nur diese Blasen. Okay, ja dann dürfen wir wohl in die Fabrik rüber switchen. Wir machen nochmal hier alles leer und dann schauen wir uns hier mal um. Was haben wir denn hier? Meeting-Memo. Wir haben einstimmig beschlossen, den Fabrikeingang abzuriegeln. Es ist einfach nicht machbar, sie zu schließen und die ganze Umgebung von den toxischen Rückständen zu säubern. Oh, die Penner. Okay. Räumen wir doch hier mal kurz ein bisschen auf. Den machen wir lieber mit dem Schwert, oder? So. Boah. Ey. Ist immer das Gleiche hier. Wir müssen nur aufpassen. Wo ist denn der Raketenwerfer? Ach, da drüben. Okay. Hier geht's nicht drüber, ne? Ne, wir müssen hier lang. Ui. Oh, wow. Wir sollten mal hier die Verbände reinnehmen, oder?
Nur so zur Sicherheit. Ey, ist das hier bitter? Boah, was? Wie war das mit den Verbänden? Die Brücke ist... Hau ab. Wow, hier geht's echt zur Sache, oder? So, wir haben uns nochmal Verband reingedrückt. Und dann werden wir uns mal hier ganz gemütlich... Ey! Ja, ist klar! Nee, ist klar, noch ein Raketenwerfer. Was ist denn hier los? Alter. Okay. Boah. Okay. Wow. Au. 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 Ey, haben die eine Reichweite oder was? Nein, nein, nein. Oh, fast da runtergefallen. Wie kommen wir denn jetzt darüber? Eigentlich geht's nur... Oh, ne. Wow, also die Raketenwerfer gehen gut ab. Also das muss man den Installateuren lassen. Die haben sie taktisch wirklich sehr gut aufgestellt. So, ein Raketenwerfer ist da drüben. Wir kommen nicht darüber. Ach, wir müssen dieses Ding hier wegmachen. Na ja, Zettle. Ist klar, wie viel... Nein! Wie viele Raketenwerfer gibt's denn hier bitte? Wow. Geil. Das macht echt... Oh nee, jetzt sind wir hier im Arsch der Welt. Ach Gottchen, ist das übel. Aber jetzt müssten wir ja die Raketenwerfer mal so weit weg haben. Komm, wir machen mal die Fässer noch weg. Warte mal, den Staubsauger wollte ich so. So, der Raketenwerfer da vorne ist auch weg. So, wir nehmen mal noch ein bisschen Klimbim mit. Können gar nicht mehr alles tragen. Ist klar. Wir sind ganz offiziell die letzte Schicht, die in dieser Fabrik arbeitet. Nach Feierabend werden wir fortgeschafft und die Fabrik kann hier verrotten. Wow. Das ist nett. Na. So, Terminal am Schutzraum der Chemiefabrik. Wir benötigen eine Schlüsselkarte, die wir nicht haben. Na, das ist schlecht. Bam. Wow. Na, jetzt bin ich mal gespannt hier.
Das war aber auch Glück. Frachtbrief 2 von 2. 6 Stück Bunker, 5 Stück Barrikaden und Hashtag Sprengfässer. Ja, da hat jemand genauso viel Spaß an Sprengfässern wie ich. Ja, Zwiebel. So, Verband reindrücke. Wir bräuchten mal eine Kiste schon wieder. So, was haben wir denn hier? Ach, die Schlüsselkarte. Geil. Jetzt ist nur die Frage. Guck mal, wir schmeißen den Scheiß weg. Schlüsselkarte gefunden. Yay. Purpurfarben, ne? Na gut. Hey, yo. Boah, wie bitter, oder? Was haben wir hier? Schrot. Na, Schrot. Okay, so. Dann sind wir hier doch schon gut unterwegs. Das haben wir schon. Jetzt ist natürlich nur die Frage, reicht die purpurfarbene? Ja, guck mal. Ah ja, scheinbar hat es gereicht. Oh ne, wer ist er denn? Der üble Springer. Mhm. Jo, geht klar. Ich zeig dir mal meinen Handschuh, komm her. Oh, leck. Was? Wieso ist denn da ein Raketenwerfer? Okay. Gut, gut. Alle gut. Wir kommen drauf klar. Raketenwerfer, ja, kennen wir schon. Kein Hindernis für uns. Kein Hindernis. So, lass uns mal. Das Dumme daran ist, jetzt ist die Tür aber zu. Jetzt muss ich extra nochmal die Tür öffnen. Das ist ja eine Frechheit. Ich bin aber überlegen, sollen wir vielleicht die Verbände nehmen? Okay, den werden wir los. Wow. Da haben wir aber ganz schön Verbände gedrückt jetzt, ne? Ich würde gerne. Okay, das reicht nicht. Ey, dieser Drecksraketenwerfer. Okay, das hat uns zwar echt rein, hat reingehauen, aber egal, wir haben es überlebt. Hui. Okay, der Zwischenboss-Mob war lustig. Seewolf Kabayaki. Okay. Na, wir nehmen unseren Bolzen hier noch mit. Jo, wir können.
die Leiche nicht ganz ernten. Ach, guck mal. Hier kannst du dich nicht durch die Wand ballern. Okay. Okay, das bringt nichts. Ja, gut. Haben wir das, aber ich frage mich natürlich, was hat uns das jetzt gebracht? Nicht so richtig viel, oder? Hier Staubsauger. Das war vielleicht aber auch eine Falle. Das kann natürlich auch sein. So, das haben wir alles. Erkunde, das sind die Quests aus der anderen Gegend. Aber hier geht's doch auch noch weiter, ne? Hier unten. Würde ich mal behaupten, dass es da noch weiter geht. Da sollten wir nochmal schnell gucken. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da sind wir vom Rohr abgerutscht. Glaub's gar nicht. Weil hier gab's ja de facto nichts mehr. Nee, sieht zumindest nicht danach aus. Hier gibt's zwar die Rohre, die führen irgendwo hin. Können wir mal kurz hier rüber gucken. Da kommt man nicht rüber. Jetzt kann man sich wenigstens hier mal ganz in Ruhe umgucken, ne? Was ich sehr charmant finde. Boah. Da können wir aber nicht rüber. Da fallen wir nur runter, glaube ich. Da ist das... Hier ist das Rohr gebrochen. Wir können ja mal ein bisschen reinzoomen. Hier ist das Rohr kaputt. Auf die Seite wäre ich hier gern noch gekommen. Ich bin mir nur nicht sicher, man kommt hier nicht rüber. Man könnte höchstens von hier rumlaufen. Ob das was bringt, weiß ich natürlich nicht. Ich muss mal kurz in die Quests gucken. Haben wir denn jetzt das erledigt, was wir hier erledigen sollten? Ich gehe mal davon aus, die Quest ist wahrscheinlich ganz unten. I hope so. Ey, was? Wie viele Quests haben wir denn bitte schon gemacht?
Ah ja, guck mal an. Haben wir tatsächlich die 87.000 haben wir uns abgecheckt. Ich hatte jetzt ja gehofft, dass es hier irgendwie noch eine Waffe gibt oder irgendwas. Also irgendwas Cooles. Ja, schade. Jo, aber sei es drum. Ich meine, das ist ja nicht so schlimm, dass es jetzt hier nichts gibt. Können wir den Container platt machen? Ah ja, komm mal, wir gucken da nochmal. Schade. Aber hier ging es nicht rum, ne? Ne, hier war Schluss. Da kommt man nicht rüber. Ja, schade. Ich hätte es irgendwie schön gefunden, wenn es hier irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Questgegenstand gegeben hätte. Aber dem sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, wir machen einen Switch und wir sehen uns gleich beim Archipel wieder. Ich heiße euch wieder willkommen zurück. Wir sind wieder auf dem Archipel. Und wir wollen den Nona-Komplex mal ein bisschen durchsuchen. So, wir haben in dem Komplex Schutz gesucht. Aber ich bin nicht sicher, ob wir nicht besser... Ja, das kennen wir schon. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal hier weiter um. Ich habe hier, wie gesagt, schon mal ein bisschen Tabula Rasa gemacht. Wir können mal hier den Staubsauger reinmachen. So. Wunderbar. Boah, bam. Der Handschuh ist so gut. Ey, der klatscht aber auch rein, ne? Das muss man echt mal festhalten. Das ist so gut. So, wir schauen uns jetzt hier mal ganz gemütlich um. Also, gehen wir mal hier lang. Oh, guck mal. Wir lieben Fässer. Komm, dann machen wir das Rohr auch noch weg hier. Ach, wir können schon wieder nichts tragen hier. Da kommen wir noch nicht durch. Keine Verbindung zu den anderen Komplexen. Das Erdbeben muss die Leitungen unterbrochen haben. Oh, hatten die ein Erdbeben etwa? Eieieiei. Ich glaube, so ein Erdbeben ist echt unlustig. Oh, was gibt's hier noch? Keramik, ja, mega. Ich markiere immer ein bisschen, wo ich war. Also nicht wundern, wenn ich hier wahllos irgendwas kaputt mache. Nur damit ich einfach sofort sehe, okay, hier kannst du weiter ramponieren zwischen den Folgen. Ja, lass uns doch mal kurz hier nochmal unseren Rucksack leer machen. Wir können ja auch mal hier schauen. Hier habe ich mal die LKWs noch weggemacht, die hier standen. Ah, oh, Goldbarren. Oh, nice. Okay, aber ansonsten gab es hier nichts, ne? Noch eine Tür. Da kommen wir überall nicht durch. Okay. Goldbarren raus. Bam, in your face. So, ramponieren wir hier auch mal ein bisschen. Ja, Freundchen, kommst du? Oh Mann.
Macht, oh, geil, Mana-Perlen. Ich habe übrigens auch nochmal das Feld bestückt. Ah, man sieht das auf der Map nicht. Aber in der Nähe von unserem Zuhause ist auch ein Feld. Da habe ich auf jeden Fall mal noch ein bisschen Mana-Perlen angepflanzt. Okay, da kann man wieder irgendwas umleiten. So, was haben wir hier? Ey, Stoff. Oh, was ist das jetzt hier für eine Kacke? Warte mal, wo geht denn das Ding hin? Dahin. Ja, das kann ja da bleiben, oder? Nein, zurück, bitte. Oh, nu. Ah, ich verstehe. So sieht's doch gut aus. Wir können hier nur nichts machen. Ha. Vielleicht. Oh. Vielleicht müssen wir nochmal herkommen. Weil ich gehe mal davon aus, das Ding hier muss an sein. So, gibt's hier irgendwas? Was sind denn das für blaue Dinger hier? Was geben die denn? Stahl, okay. Das Gold, das wir für die Herstellung des Prototypen brauchen, scheint immer noch im östlichen Teil des Zugangs zum Nova-Innenbereich festzustecken. Nee, müsst ihr euch keine Sorgen machen, das ist in meinem Rucksack. So, warte mal. Wir müssen ja ein bisschen Punkte machen. Mit dem Levelaufstieg, den habe ich auch schon gelevelt. Dafür habe ich nochmal genommen, lasst mich lügen. Ich glaube, den Farmer habe ich nochmal genommen. Die kann man zum Beispiel nicht kaputt machen. Okay. Das nehmen wir mal mit. 3SG0451 Beam Gun. Prototyp has been passed. Ah ja, okay. Okay, das mit dem Gold hatten wir schon. Es gibt auf jeden Fall hier eine Gun. Als Prototyp, aber damit kennen wir uns ja aus. Die Strahlenkanone auf jeden Fall. Der Prototyp eines tragbaren Geräts, das einen konzentrierten Energiestrahl erzeugt, und zwar mit Hilfe einer subatomaren Reaktion, die in einer mit Mana gefüllten Zentralkammer abläuft. What? What? Was? Wir haben jetzt eine Strahlenkanone. Probieren Sie die Strahlenkanone an den Zielen aus. Hier, locker. Strahlenkanone. Will ich. Boah. Was? Was sind denn die Ziele? Geiles Ding. Ach
guck mal. Die lenken das ab. Das ist ja witzig. Oh, ist aber schwierig, damit zu lenken. Oh, die haut aber nicht so rein hier. Oh, 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 oh. Ey, yo, mach locker. Aber guck mal, die klatscht ja nicht so, ne? Hä? Was ist denn jetzt hier los? Ah. Okay. Damit kann ich auf jeden Fall Strom anmachen. Und die Dinger da dienen, um den Strahl abzulenken. Das ist ja auch geil. Ja, Kumpel. Das hat er sich so gedacht. Naja, ich würde sagen, nachdem wir jetzt die Strahlenkanone im Sack haben, machen wir mal einen Folgenwechsel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund, genießt die Zeit. Bis gleich zur nächsten Folge. Ciao.